Sieht aus wie Manipel. Eine Zeremoniekleidung, die Priester beim Messen trugen. Ach, dieses Ding, was die um den Hals tragen. Manipel heißt das also. Gut merken. Und eventuell ist das mal eine Frage bei Wer wird Millionär? Guckt das überhaupt noch jemand? Ich habe jetzt damit gerechnet, dass das hier alles einstürzt. Dieser Sprung ist unmenschlich. Hier ist ein kleines Lager. Großvater scheint es ja bis dahin geschafft zu haben. Du bist schon fast im Tal. Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Haus mit Beinen. Wie sie da gesagt haben. Oder einer bösen Hexe. Da unten brennt auf jeden Fall Feuer und das brennt eigentlich nicht ohne Grund. Können wir uns die Axt mitnehmen? Also jetzt, wir haben ja eine Axt. Das ist ja, glaube ich, alles über uns, oder? Andererseits, Moment. Doch, das ist alles über uns. Also das müsste auf dem anderen Gelände sein. Soll ich nach darüber oder nach darüber? Das erscheint mir weit. Okay. Sie macht das. Aber... Nadjas vermissten Großvater. Nadja, ich glaube, ich habe dein gottloses Tal gefunden. Ich weiß nicht, ob es Baba Yaga ist, aber hier draußen ist etwas. Sei vorsichtig. Das ist ihr Land. Mhm. Nadja, meine Enkeltochter. Mittlerweile weißt du es. Ich werde in das Tal gehen, um die Hexe zu vernichten. Baba Yaga, ich werde Rache für deine Großmutter nehmen. Es sind Neuankömmlinge in unserem Tal, bewaffnete Männer, die in Helikoptern kommen. Ich weiß nicht, was sie wollen, aber wenn ich gehen will, ist dies meine letzte Chance. Du verdienst es, die Wahrheit zu erfahren. Den Grund. Dein Großvater ist kein weiser Mann. Mit harter Arbeit bin ich ein guter Mann geworden für deine Großmutter. Aber das war nicht immer so. Ich kam aus dem Westen, wo selbst ein kleines Dorf tausende Einwohner hat. Ich war ein fauler Bursche und beim Eintritt in die Partei träumte ich von einem unbeschwerten Leben. Einem bequemen Schreibtisch in der großen Stadt. Aber sie schickten mich hierher ans Ende der Welt. Um Männer und Frauen arbeiten, hungern und sterben zu sehen. Um Teil ihrer Bestrafung zu sein. Ich wusste, dass das böse war, aber ich wusste nicht, wie man kämpft, bis ich sie traf. Ach so, also wurde er, der Großvater, hierher geschickt, um, ich denke mal, diese Arbeitslager zu überwachen, richtig? Jetzt habe ich das jetzt verstanden. Okay, einen Fähigkeitenpunkt haben wir nicht. Ein Lederdingsi haben wir ja, glaube ich, auch nicht mehr bekommen. Doch. Oh, dann machen wir den jetzt. So. Dann haben wir damit nämlich Gewehrmunition oder Pistolenmunition. Oder für alle Pfeiltypen 15. Wir haben eins. Gut. Warte mal, was braucht denn das andere? Braucht das nur ein Leder oder was? Nee, Special Leder. Wow, aber das andere braucht 17. Ich guck nochmal ganz kurz bei den Waffen. Ob ich jetzt vielleicht doch einfach Rückschuss und das Anheben des Laufs oder... Ich nehme das hier mal. Es ist passiert. So. Da muss ich mich nicht mehr entscheiden. Ja gut, hier komme ich nicht durch. Da werde ich wahrscheinlich von der anderen Seite dann wieder zurückkommen. Gehe ich mal stark von aus. Den ersten Kontakt mit dem älteren Einheimischen hatten wir um 0700. Zu
Zuerst glaubten wir, dass er an einem Angriff auf die Anlage beteiligt war, doch er entfernte sich durch eine nicht kartierte Schlucht. Wir wurden autorisiert, ihm mit etwas Abstand zu folgen, und schon sind wir auf Ruinen und andere vielversprechende Zeichen gestoßen. Wir versuchen, hier draußen die Ruhe zu bewahren, aber das sieht nach einem großen Fund aus. Dieser Entdeckungsbonus ist uns so gut wie sicher. Mal unter die ganzen, die sich ein bisschen mit Militär auskennen, wenn ich richtig liege, 0700 ist, glaube ich, 7 Uhr, oder? Oh. Hier weht eine Art Pollen umher. Blumen. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Ich kann dich nicht verstehen. Irgendwas stimmt nicht. Hier dreht sich alles. Hier wirst du sterben. What? Nein, ich muss träumen. Ist nicht real. Das kann nicht sein. Uah. Ich hoffe, dass es nicht real ist. Geh einfach weiter. Danke, ich habe eigentlich erst wieder genug von Horror. Ich möchte kein Horror. Habe ich denn noch eine Karte? Ja, wir haben noch eine Karte. Lara. Dad? Nein. Das kann nicht sein. Das kann auch nicht sein, Lara. Warte. Gut, wir können nur in diese Richtung. Aber das klingt total gruselig. Halt! Wo bin ich? Wie weit geht dieser Weg? Das ist nicht echt. Nicht er. Bitte nicht! Ich muss sofort hier raus! Okay, wir drehen wieder um und gehen. Oh, habe ich mich erschrocken. In den wir können das sowas nicht... Ich will nur weg! Bitte! Ja, aber dafür gehen wir in die falsche Richtung. Oh. Nein. Nein, das ist nicht. Das ist auch nicht real, aber wir können nun mal nur in diese eine Richtung gehen. Gerade. Wer bist du? Warum tust du das? Schluss! Verdammter Mist! Stopp! Für mich ist es zu spät. Die Musik! Nein, tu's nicht. Eines Tages wirst du's verstehen. Wer bist du? Komm und sieh. Also eigentlich wollte ich mich ja darüber lustig machen hier, von wegen Hexen, Aberglaube, Geschichte und so, aber das gerade? Ein Haus auf Beinen. Das ist unmöglich. Das ist nur ein Mythos. Tut mir leid, Lara. Es gibt kein Zurück. Wir draußen verrotten. Und hat mein Gott an Call. Tut nur Gott auf, Ganka! Habe ich irgendwie eine Möglichkeit, mich zu wehren? Oh! Sind das überhaupt reelle Tiere?
verdammt. Es sind so viele. Und die sind widerlich. Die hört sich an wie die Mutter von... Oh Gott, nicht! Das kann ich! Komm, dein Vater erwartet dich! Nicht her! Was ist das für ein krankes Zeug? Mehr oder weniger? Ja, ich bin hier, glaube ich. Was ist passiert? Du hast gehustet und etwas von Blumen und Pollen geredet. Und dann nichts. Ich habe gedacht, die Hexe hätte dich umgebracht. Ich glaube, ich habe halluziniert. Gott, ich hoffe es. Halluziniert. Es gibt im Tal eine Blume, die Vision verursachen kann. Aber ihre Wirkung ist zu schwach. Es war ja auch nicht eine Blume, es war... Ich sehe Rohre und Leitungen. Sowjetisch, wie es aussieht. Das muss der Vorposten der Sowjets zum Erforschen der Ruinen sein. Meine Großmutter war Wissenschaftlerin. Sie sollte dort bei den Forschungen helfen, aber es war das letzte Mal, dass Großvater sie sah. Es gab nur einen Überlebenden. Ein Offizier kam nach ein paar Wochen angestolpert. Er sagte, die Hexe hätte sie Dinge tun lassen. Ich wollte gerade sagen, es war nicht eine Blume, es war eine ganze Armee an Blumen. Kann ich hier irgendwas plündern? Gut, da vorne müssen wir ja weiter. Das ist Regenbogen. Ein Regenbogen. Aber hier, ich könnte hier auch nichts aufsammeln oder so. Ich mache mal kurz Giftpfeilchen nach. Sicherheitshalber. Ich habe meine Tochter nie im Arm gehabt. Sie nahmen sie mir auf dem Operationstisch weg. Ich wollte kämpfen, aber sie sind viele und ich bin erschöpft. Dann schafften sie mich fort, rissen unsere drei Herzen auseinander. Sie brachten mich in ein verstecktes Tal mit uralten Ruinen. Sie sagen, wenn ich kooperiere, werde ich meine Familie wiedersehen. Ich werde diesen Monstern niemals trauen. Aber ich habe keinen besseren Plan. Hier gibt es seltsame Blumen. Der Pollen verwirrt meine Entführer zusehends. Und sie wagen sich nicht weiter als bis zu unserem kleinen Vorposten. Sie brachten mich her in der Hoffnung, dass ich ihnen mit meinem botanischen Wissen helfen würde, ein Gegengift zu finden. Endlich hat der Staat eine Verwendung für mich. Ich nicke... und lächle. Ich spiele mit. Aber sie können mich nicht noch einmal brechen. Für meine Tochter, für Ivan, werde ich leben. Es ist, ich glaube, es ist die Stimme von der Mami aus Resident Evil 7. Es hört sich wirklich fast identisch an. Ich weiß nicht, diejenigen, die Resident Evil 7 gespielt haben, wie seht ihr das? Das da ist doch jetzt aber, glaube ich, eine Nachricht der Hexe gewesen, oder? Also zumindest von der Stimme her. Das heißt, es ist eigentlich wieder nur eine gebrochene Frau, die sich gerächt hat. Ob es jetzt wirklich die richtigen Mittel und Wege waren, sei dahingestellt. Jemand war hier, vor kurzem. Hat auf den Ruinen aufgebaut. Was siehst du? Eine Art provisorische Destille. Nicht genau wie die Blumen. Scheiße. Na klar, sie verfeinert den Pollen. Macht ihn zur Waffe. Es gibt hier keine Magie, Nadja. Nur eine sehr schlaue Person. Aber warte. Wenn sie nur ein Mensch ist, würde der Pollen nicht auch bei ihr wirken? Wenn sie dagegen ankommt, können wir es auch. Ja, aber vielleicht hat... Ich muss einen Weg finden, durch diese Tür zu kommen. Vielleicht hat sie... Ups, das Seil ist gerissen. Vielleicht hat sie ja mittlerweile ein Gegengift entwickelt, was ja eigentlich ihre Aufgabe war.
ich das? Müsste eigentlich. Ich muss ihn irgendwie anstoßen. Ja gut, angestoßen wird er gleich, indem das Seil reißt, oder? Okay, das reicht noch nicht. Ah, alles klar. Gut, ich glaube, ich habe es verstanden. Das sollte genug sein. Jetzt muss nur der Eimer näher ran. Ja, das kriegen wir hin. Ich hätte vielleicht erst das dann machen sollen. Nee, andererseits... Stopp, stopp, ist richtig. Und? Boah, diese Figuren hier sind schon ein bisschen creepy. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was wir gleich treffen. Oder vor der, die wir gleich treffen. Wochen sind vergangen, seit mich die Mistkerle vom Gulag in dieses seltsame Tal verschleppt haben. Weg von Ivan und meiner Tochter. Sie haben mich beauftragt, einen Weg zu finden, die seltsame Wirkung des Pollens zu bekämpfen, der in der Luft hängt. Ich glaube, jetzt habe ich eine Formel, die wirken könnte. Ein Extrakt aus den Samenkapseln der Pflanzen. Die Leber von Tieren, die die Blumen fressen und die Toxine im Stoffwechsel haben. Ein Phenothiazin-Derivat. Die letzte Zutat ist ein Risiko. In der Gegend um den Gulag wird das Mittel in großen Mengen als Insektizid verwendet. Aufgrund der chemischen Ähnlichkeit mit anderen Verbindungen, die ich studiert habe, könnte es auch als rudimentäres Neuroleptikum fungieren. Oder es könnte giftig sein. Ich werde die Mischung heute an mir selbst testen. Na gut, in ihren Augen hatte sie ja auch nichts mehr zu verlieren. Aber es ist tatsächlich so. Sie hat also weiter experimentiert, was eigentlich ihre Aufgabe war, und hat ein Heilmittel für diese Pollen gefunden. Für diese Halluzinationen. Ich habe etwas gefunden. Einer der Gefangenen hat eine Formel aufgeschrieben, die dem Effekt des Pollens entgegenwirken könnte. Das muss von meiner Großmutter sein. Die Hexe hat sie umgebracht und jetzt wird sie helfen, Großvater zu retten. Genau wie in seinen Geschichten. Nadja. Hab Vertrauen, Lara. Geh zurück zur Sowjetanlage, wo wir uns getroffen haben. Ich helfe dir zu finden, was du brauchst. Ist die Großmutter die Hexe? Es hieß doch, sie war hier als Forscherin. Kann das sein? Die Worte zu beschreiben, was ich gerade gesehen habe. Ich ging ins gottlose Tal, um Nadjas Großvater zu suchen. Doch ich kam gerade noch mit dem Leben davon. Es war wie ein Märchen, nur in einem zerbrochenen, schmutzigen Spiegel. Und, Dad, mein Gehirn weiß, dass alles nur meine Fantasie war, doch der Schuss hallt noch in meinen Ohren. Dort drin geht etwas Furchtbares vor. Und ich glaube zwar nicht, dass es Zauberei ist, was ist außergewöhnlich. Ich muss herausfinden, was hinter all dem steckt. Aber zuerst muss ich einen Weg finden, um klar zu sehen. Ja, ich habe nämlich nicht nochmal Lust auf solche Halluzinationen. Die haben mir gereicht. Die haben es ja wirklich geschafft, mich zu erschrecken. Ja, ich werde aber hier an dieser Stelle, weil das gerade so ein schöner Punkt ist und ich gerade nicht so viel Zeit habe, weiter aufzunehmen, werde ich hier erstmal einen Cut machen. Ja, ich bedanke mich bei euch wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, ciao. Yeah.
changing now. Your living is in. Everything around you's caving in. Legions have formed your destiny.